Hallo, da sind wir wieder. Amathea ist hier noch am Trainieren. Ja, müsste gut gehen. Oh, dem Kind geht's wieder nicht so gut. Ah, die Windel ist voll. Dann kümmere dich doch da mal bitte drum. Sowohl Amathea als auch Hope haben tatsächlich Geburtstag. Promi-Level gesunken. Ja, ist in Ordnung. Du kannst mal einmal dein Buch fertig schreiben. Am Donnerstag. Du kannst mal was essen. Schon wieder verdorbenes Essen aussortieren. Wie viel Müll ist denn da drin? So, Reste nehmen. Oh, sie hat das Buch fertig. An Verlag verkaufen. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Geld. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder ein Stern-Promi. Wir müssen mehr Bücher schreiben, glaube ich. Vielleicht können wir auch gerade mal. Was haben wir denn da? Ach, Bilder. Wo ist er denn? Hier, Wolfgang einmal einladen. Was? Okay. Ja, gehen wir mal auf Plaudern. Er schläft. Ach, ist er so ein Tagsschläfer? Kamera fokussieren? Der läuft doch hier. Der schläft gar nicht. Komm, wir flirten mal mit ihm ein bisschen. Ich weiß, sie ist nicht. Okay, geht sie da jetzt hin? Ich bin mir nicht sicher, ob sie da hingeht oder ob Jacob zu uns kommt. Geh mal alleine zur Schule. Ne, ist nicht Jacob. Jetzt ist er sonst wo. Okay, jetzt kann sie nicht mehr. Ja, dann geh mal baden. Können wir ihn nicht zu uns einladen? Okay. Das Kind in die Brust. Können wir gleich älter werden lassen, auf jeden Fall. So, dann älter werden. Mach das mal. Ja, okay, sie muss sich da ein bisschen kümmern. Ja, lol, sie hat rote Haare. Hat hier Daddy rote Haare? Oh, heikel. Spannend. Nehmen wir einfach mal. Wir haben hier ein heikles Kind. Müssen uns auch gleich um sie kümmern und einmal Zimmer einrichten. Rita, okay. Wir haben kein Lotto gewonnen. Wir gewinnen nie im Lotto. Ich frage mich, ob wir auch irgendwann mal im Lotto gewinnen. So, das packen wir mal dahin. Und wir holen uns ein Kinderbett. Da. Gleich mal gucken, welche Farbe. Wieso darf ich das hier nicht hinhängen? Hinsetzen? Ist da irgendwas? Ach so, da ist ein Regal, das verstehe ich. Erstmal dahin, das weg. Es müsste eigentlich funktionieren, dass wir es dahin stellen. Und das hängen wir einfach tiefer. Oder dahin. Perfekt. Und der bleibt liegen, der Teppich. Spielzeug kann dahin. Und dann brauchen wir noch ein Töpfchen. Wie hier ein schönes. Wo ist das denn? Da. Nehmen wir einfach ein Dunkel. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das Regal ist. Egal. Kann man es von beiden Seiten anfassen? Das wäre ganz cool, wenn es eh offen ist. Okay, wir haben das Spielzeug, wir haben das. Und wir sind einfach mal so frech.
Aber die haben gar nicht so viel Technik-Stuff. Egal. Wir bekommen ein so ein Tablet. Perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ach, ich wollte eigentlich noch nach der Farbe gucken. Egal. Passt schon. Ist die Frage, ist die Kleine ein Werwolf? Gucken wir uns gleich mal Outfits planen. Einmal die Outfits von der Kleinen abändern. Scheint auch soweit alles in Ordnung zu sein. Stimmt, die können ja als Kind schon manieren lernen. Also als Kleinkind. Das vergesse ich immer wieder. Anspruchsvolles Spiel. What? Jo, die Kleine ist ein Werwolf. Da sehen wir es. Ich würde gern die Frisur ein bisschen anpassen. Haben wir da. Oh, es gibt neue Haare, stimmt. Nee. Ich fühle irgendwie die Löckchen eher. Oder so. Der Zopf ist süß. Ich glaube, ich nehme das. Das finde ich niedlich. Vor allem, dass sie einfach knatschrote Haare hat, finde ich cool. Ich lasse das so. Ich weiß ja nicht, ob ihr Vater, bevor er graue Haare bekommen hat, knatschrote Haare hatte. Ist da was Neues dazu gekommen? Nee. Was nehmen wir denn für Outfits? Irgendwelche süßen Oberteile. Da das Froschding. Dazu die Hose. Die Schuhe dürfen bleiben. Oh, noch ein zweites Outfit auf jeden Fall. Die. Und das. Naja, das beißt sich eher. Hier so ein Pulli. Oder was haben wir noch so? Wir haben den Pulli, der ist süß. Aber dann müssen wir eine andere Hose nehmen. Die gibt's doch auch so. Nice. Und noch eins. Nehmen wir nochmal die Hose. Und nehmen wir das. Ja, finde ich gut. Und dann nochmal andere Schuhe. Was haben wir denn? Ja, passt. Nee, geh mal hier hin. Hier gibt es auch bestimmt ein süßes Kleidchen da. Das ist niedlich. Nehmen wir die Schuhe. Passt besser. Okay. Da. Wir nehmen die. Party-Outfit. Ja, komm, machen wir einen Party-Wolf. Schwimm-Outfit. Finde ich das süß. Bei heißem Wetter. Top. Und bei kaltem Wetter das. Fertig. Müsste reichen. Amalthea müsste ja auch gleich Geburtstag haben. Können wir einen Kuchen für sie backen, dann freut sie sich vielleicht. Unser kleines, heikles Kind. Vor allem, unser Kind heißt einfach Hope und ist heikel. Schwierig. Einfach heikle Hoffnung. Zukunft wäre auch noch was, aber ist irgendwie ein mega schlechter Name. Gut, Hope ist jetzt auch nicht so der krasse Name, aber finde ich jetzt nicht so schlecht. So, Kindchen, du kannst immer brabbeln. Okay, du bist am Essen. Du kannst gleich mal einen Kuchen backen für deine Schwester. Kochen. Lädt es? Okay. Da, Schokotorte. Dann kannst du danach nochmal ein Buch schreiben. Oder gucken, ob... Oh nein, sie ist krank. Eje. Snack dir mal gleich noch einen O-Saft, wenn das vorbei ist.
Schnelle Mahlzeit. Mehr Auswahl. Orangensaft. So, was wünschte sich jemand eine Nachricht hinterlassen? Wie? Kleine Nachricht hinterlassen, welche. Achso, Pinnwand. Haben wir eine Pinnwand? Habe ich hier irgendwo eine Pinnwand hingehangen? Wir haben keine Pinnwand. Das ist bestimmt noch vom alten Haus der Wunsch irgendwie. Sollen wir uns eine Pinnwand holen? Pin. Ist das die? Nee. Die Pinnwand muss hierbei sein. Irgendwo. Bei Aktivitäten, glaube ich. Ist die hier? Da vielleicht? Ja, es gibt die. Das ist die Post. Da. Die habe ich gesucht. Oh, die hängt sehr hoch. Hängen sie mal dahin. Und den Fisch hängen wir hier hin. Dann passt das. So. Nee, nicht Ausgangssperre verhängen. Okay. Ich dachte irgendwie, ich könnte vielleicht eine Nachricht hinterlassen, aber nein. Na dann. Von ihr inspiriert. Ach nee, sie ist selbstsicher. Sie ist nicht inspiriert. Okay. Wo ist der Kuchen hin? Da war doch Schokokuchen. Fortsetzen. Danke. Vielleicht ist er dann sogar passend fertig. Hat sie ihren O-Saft getrunken? Nee, hat sie nicht. So, dann kannst du jetzt den O-Saft trinken. Da kannst du Kerzen hinzufügen. Und sie ist wütend, weil sie Zähnchen kriegt. Oh oh. Wild spielen. Du kannst nach deinem O-Saft. Komm, wir versuchen nochmal Wolfgang zu erreichen. Da, einladen. Wir laden Wolfgang mal ein. Nice. Geh mal nach hier hin. Ja. Wolfgang. Lustige Gesichter schneiden. Oh Junge, Post ist da. Sorgenschildern. Was haben wir noch? Wir konnten gerade über Greg reden. Komm, wir fangen mal an ein bisschen. Vielleicht ist das so eine Sache. Was? Möchte er das nicht? Doch, ich glaube, er fand das gut. Oh, sie muss auf Toilette. Mach mal kurz. Warum hat der... Der Hund hat gar nicht in die Wohnung gemacht. Das war nur verbuggt. Okay, cool. Geh mal schnell auf Toilette, dann kannst du nochmal mit Wolfgang reden. Komm, wir loben ihn ein bisschen. Nice. Achso, die Schwester ist noch nicht wieder da. Können wir hier noch so ein bisschen flirten? Ich weiß, sie mag flirten nicht so, aber hey. Yay, Amalthea ist da. Oh oh. Rudelwarnung. Was muss sie denn machen? Rudelbeteiligung. Mach das mal gerade. Beitragen. Ja, komm, gib mal das ab. Hier wird hart geflirtet. Kompliment über Aussehen machen. Hände küssen. Können wir mal machen. Oh Junge, sie können ihren ersten Kuss erleben. Süß. Anmachspruch.
Scheinbar ist auch ihr Ding noch nicht in Gefahr. Wahrscheinlich erst, wenn sie in einer Beziehung ist. Das Kind. Oh, den müssen wir gleich mal beibringen, auf Toilette zu gehen. Komm, wir müssen das Ganze schnell. Ernsthaft hat sie gerade in die Windel gemacht? Toll. So. Geh mal hier. Tschüss. So, bist du fertig damit? Du kannst mal heimkommen und auf Toilette. Weil du könntest sogar, warte mal, bevor du heimkommst auf Toilette. Da. Warum ist sie eigentlich schon wieder so wütend? Hör mal auf, nach Hause zu laufen, genau. Danke. Okay. Auf Toilette muss sie jetzt nicht mehr. Ja, geh mal nach Hause. Ah, sie redet jetzt mit dem Baby. Was macht der Hund? Der geht spielen, süß. Cute. Na, sie ist ganz schön wütend. So, du kannst. Pass mal auf. Kuchen. Oh nein, ist sie zu wütend? Oh, sie kann gerade nicht älter werden. Geh mal nach hier draußen. So, und jetzt versuchst du mal die Kontrolle zurückzugelangen. Komm schon, hoffentlich klappt's. Nee, hat nicht geklappt. Hat ein Mist. Ja, okay, dann geh markieren. Geh im Boden wühlen. Können wir wenigstens leveln. Perfekt. Oh, Doggo. Können wir mit ihm spielen? Umarmen. Leckerchen geben. So, die Kleine. Müsste gleich mal was essen. Kann aber gerade noch mal brabbeln. Du kümmerst dich kurz um den Hund. Du kannst noch mal im Boden wühlen. Dann kannst du noch mal dahin pinkeln. Im Boden wühlen. Schön den Garten voll pinkeln. Okay, sie ist Level up. Oh nein, ist das jetzt so ein Ding? Oh, sie ist aber auch so komplett der unangenehmste Werwolf, den man sein kann, oder? Okay, was haben wir da? Mondresistenz. Ja, ist mir eigentlich auch egal, ob sie da nochmal. Was haben wir da? Bösartiges Heulen. Dann haben wir irgendwelche Sachen, die ihr was helfen. Verbesserter Geruchssinn. Jägerin. Ja, komm, wir machen sie mal zur Jägerin. Was ist das? Achso, die können Möbel essen. Nee, will ich nicht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Biest im Inneren kanalisieren Gedanken, wesentlich zu konzentrieren, zufriedener Wolf zu sein, der anderen. Okay, versuchen wir mal. Vielleicht wird sie ja nicht so viel wütend. Sie ist immer noch wütend. Boden wühlen. Wann ist denn das vorbei? Ah, 40 Minuten. Okay. Geh nochmal dahin pinkeln. Vor allem jetzt ist schon wieder Nacht. Und sie darf nicht schlafen. Was? Was ein Schwachsinn. Nein! Das ist der falsche Sim. Spiel. Der hat überhaupt kein romantisches Interesse an ihr und sie ist ein Teenager. Die einzige Person, der du einen Heiratsantrag machen solltest, ist die, mit der du zusammen bist. Und nicht zu der anderen random Sim-Figur im Haus gehen. Das ist so verbuggt, aber sie gehen auch einfach gezielt genau zu dem anderen. So, ist ja nicht so, als hätte er nicht irgendwie zu ihr gehen können, weil sie steht ja hier.
Oh. Hat das Kind jetzt nicht gegessen? Warum isst das Kind nicht? Sprechen. Gib ihr mal Essen. Essen geben. Da, Schinkenkäse-Sandwich. Best. Nein! Ihr kennt euch nicht! Wieso solltet ihr beste Freunde werden? Also, vor allem, er ist jetzt. Da. Er ist komplett schlecht drauf, deshalb. Da, Freiheitsdrang. Gefühle von Amalthea. Wolfgang war viel zu schnell. Ja, ihr habt noch nicht mal. Ihr seid noch nicht mal Freunde. Deprimiert wegen Ablehnung, erschrocken. Amalthea beurteilt die Beziehung zu Wolfgang nicht als beste Freundschaft. Ja, persönlicher Bruch. Das ist so bescheuert. Kann ich das irgendwie. Diese Dinger zurücksetzen? Nee, ne? Das ist so bescheuert. Vor allem, ich fände es mega cool, wenn das halt wirklich funktionieren würde, dass die Sims dann auch tatsächlich random sozusagen Anträge machen würden. Aber so funktioniert das ja nicht. So, du sollst, wenn, dann ihr hier einen Antrag machen. Romantik. Oh, komm, wir können uns in unserem Lagerfeuer gemütlich machen. Nein. Kannst du dich irgendwie konzentrieren? Urinstinkt aktivieren. Vielleicht hilft das. Weil die wird doch schon wieder instant wütend durch den ganzen Kack. Jetzt geht's ihr gut, okay. Kannst du deine kleine Nichte ins Bett bringen? Da. Was ein Chaos. Wo sind die zwei? Ach lol. Die gehen einfach an ein anderes Lagerfeuer. Ja, okay, dann ist das halt so. Ich dachte mehr so, die machen jetzt das Lagerfeuer im Garten an. Nehmen. Hä? Machen sie auch? Ich weiß auch nicht. Mach mal hier das Lagerfeuer an. Anzünden. Übelkeit wegen Krankheit. Ist Wolfgang noch da? Guck mal, wo Wolfgang ist. Er ist sonst wo. Okay, cool. So, ihr geht's auch nicht so gut. Sie braucht dringend Essen. Ja, geh Nahrung jagen. Mach das mal. Okay, er muss los. Ja, dann kannst du mich mal. Du gehst Reste essen. Danach kannst du duschen gehen, wenn du damit fertig bist. Oh, toll, jetzt ist sie ohne Kuchen älter geworden. No, jetzt ist sie eh nochmal traurig. Was haben wir da? Gemein? Nee. Romantisch? Überfliegerin. Wild. Macht das Sinn? Ja, komm. Ach, wir müssen hier noch was auswählen. Wieso müssen wir hier was auswählen? Sie hatte doch eigentlich eine Sache. Nicht dein Ernst, das ist jetzt zurückgesetzt? Okay, scheinbar, wenn man Teenager ist, wird es komplett zurückgesetzt. Und man muss sich dann was Neues aussuchen, weil man davon ausgeht, dass die Teenager-Errungenschaften haben und nicht direkt die. Und jetzt muss ich das irgendwie erstmal machen und da habe ich keine Lust drauf. Also kriegt sie jetzt was anderes. Da, kreativ. Sie möchte, was möchte sie machen? Schauspielerin? Da, Meisterfabrikantin oder so. Macht bald Abschluss. Ein Diplom hat sie auch erhalten. Wie ist das denn eigentlich mit ihrer Freundin? Wie alt ist die? Ach, die, da muss ich auch auf sie klicken. Oh, sie ist schon junge Erwachsene. Hot. Ja, geh schlafen. Ist mir egal, ob du wütend wirst. Dir geht's halt echt nicht gut, Kind. Geh mal erst auf Toilette. Und danach gehst du duschen. So, sie müsste dringend was essen. Sie hat doch Nahrung gejagt. Haben wir hier nicht Fleisch im Inventar vom Jagen? Ich dachte, sie hat
Nahrung gejagt. Ja, geh was essen. Ach stimmt, wir können auch die Statuen mal hinstellen, die sie alle gefunden hat hier. So, die haben wir schon. Oh. Oh, ich habe das Klo ausgerechnet dahingestellt. Machen wir dahin. Ja, Kieferknochen haben wir schon. Packen wir mal weg. Gibt gut Geld. Können wir mal öffnen. Sie ist einfach schon wieder komplett wütend. Das kann doch nicht sein. So, Werwölfin. Trübsinniges Heulen kannst du mal machen. Okay, jetzt geht's ihr schon wieder besser. Und mach mal deinen Urinstinkt, dann geht's dir besser. Turp. Sie ist ultra müde, sie muss aber auch mal sich waschen. Geh mal nachdenklich duschen, vielleicht hilft das. Irgendwer müsste dich mal beruhigen, Kind. Ja gut, geh mal schlafen. Auch wenn das böse enden könnte. Wir gehen schlafen. Und damit beenden wir die heutige Folge. Oh, stimmt, da waren noch irgendwelche Essensreste, die das Kind da hingeworfen hat. Müssen wir auch noch sauber machen. Und den Kuchen haben wir ja nicht benutzt. Naja. Ach, sie ist schon wieder am Wüten. Komm, wir versuchen noch einmal Kontrolle zurückzugewinnen. Ja, hat funktioniert. Hot. Sie müsste aber trotzdem mal schlafen, ganz dringend. Wölfin, im Boden wühlen. Geh einmal kurz im Boden wühlen. Ich wollte gerade die Folge beenden. Dann können wir jetzt auch kurz warten, bis so... Nee, nicht jetzt im Mondschlicht schlafen. Geh nochmal danach im Boden wühlen. Okay, ab wann zählt's als Tag? Da bin ich unsicher. Hier hingehen... Im Boden wühlen. Jetzt ist ja schon Licht eigentlich. Ich würde sagen, jetzt im Mondlicht schlafen. Okay, das macht sie wütend. Es ist so bescheuert, im Boden wühlen. Wir warten bis 8 Uhr. Cookie ist älter geworden. Oh, er ist schon Rentner jetzt. So, dann gehst du hier nochmal im Boden wühlen. Wie sie einfach schon wieder... Das kann doch nicht sein. Ja, weil sie ist, sobald sie wütend ist, steigt das auch an. Wenn sie schläft, steigt es an. Wenn nicht gerade Tag ist. Wenn sie wütend ist, steigt es an. Wenn sie traurig ist und wenn sie drinnen ist. Das war furchtbar. Ganz schlimm. So, das war jetzt eine etwas längere Folge. Es ist aber auch einiges passiert. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut gern beim nächsten Mal auch rein. Und mal sehen, wie chaotisch das noch wird mit dieser kurzen Lebensspanne. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dann einfach so ein bisschen mehr Generationen auch hinbekommen, jetzt mit weniger Folgen. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer lasst gern Like, Abo, Kommentar, sonstiges da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.